Hallo und herzlich willkommen zu Digimon World Next Order. Wie ihr seht, habe ich zwei Ultra-Digimons jetzt. Wargromon und Gau... Mega? Gaugamon? Nein, wie heißt er? Verdammt. Mach Gaugamon. Wargromon, genau. Und, ja, wir haben eigentlich schon hier für Mirage Gaugamon so gut wie alle nötigen Attribute, aber es digitiert sich halt noch nicht. Ich weiß nicht, es fehlen vielleicht noch so Kleinigkeiten. Bei Wargromon könnten wir sogar auf Wargreymon gehen und das wäre echt richtig, richtig geil. Aber das will ich euch jetzt noch gar nicht zeigen. Ich will euch nämlich zeigen, wie man zum Beispiel ein bisschen Geld oder ein bisschen Bit bekommt. Ich habe nämlich gesehen, diese Nuss-Sachen hier, bittere Nuss, Ass-Nuss und so, die sind ziemlich wertvoll. Man kriegt so 100 bis 300 Bits dafür. Und im Prinzip sammelt diese einfach und dann verkauft die bei Tentomon oder so. Das zeige ich euch jetzt kurz. Und dann gehen wir auch Machindramon angehen, weil vielleicht kann ich mit den zwei Ultra-Digimon jetzt Machindramon besiegen. Weil sie sind ja ziemlich stark, sie sind ja schon Richtung Mega-Level und da bin ich ziemlich zuversichtlich. Aber erstmal schauen wir mal, wie viel Geld wir jetzt von den Nüssen bekommen. Also die goldene Regel, immer sehr viel aufsammeln und diese dann verkaufen. Okay, die Schnellnuss gibt nur zwei, aber zum Beispiel hier eine Schlafnuss gibt viel, die ölige Nuss, Kopfnuss. Es kommt darauf an, wenn ihr die Nüsse natürlich zum Kochen benutzen wollt, die geben ja zum Beispiel auch Upgrades und so, also dass man halt TP, mehr TP-Boost bekommt und dann P-Boost, dann müsst ihr halt das abwägen. Aber ich finde, diese Nüsse, die liegen ja nur rum, die stören auch ein bisschen, ne? Weil vor allem ich mit meiner salzigen Nuss und Palmon, ich hab noch immer ein Trauma davon. Das ist auch wieder so die Sache. Und ja, damit habe ich jetzt 7000 Bit, also mindestens habe ich jetzt so um die 7000 Bit, ja. Und ich bin ja mit 4000 ungefähr gestartet, also das hat mir jetzt 3000 gebracht, die paar Nüsse. Und ich kaufe jetzt ein paar mittlere Heilungsdisks noch. Mittlere Heilungsdisks kriegt ihr, wenn ihr jetzt die Ausbaustufe 2 habt hier. Also einmal ausbauen und dann kriegt ihr das. Greymon kann euer Zelt, wo ihr kochen könnt, auch erweitern, wenn ihr auf der Ausbaustufe 3 seid bei diesem Gebäude. Ich hole mir noch schnell von Numemon vielleicht das Klo. Es ist schon Abend, ich weiß aber nicht, ob ich das mir geholt habe. Habe ich nicht geholt. Gut. Und jetzt auf zum Dingens da. Machindramon. Das ist in der Wüste. Mir fehlen noch 5 Pilze. Deswegen werde ich ein bisschen hier laufen. Und vielleicht finde ich noch 5 Pilze, weil Rina will 30 Pilze haben. Also Leute, wenn ihr Digipilze habt, dann lasst sie nicht eure Digimon. Also gibt es nicht euren Digimon, sondern spart die euch, weil Rina kommt dann irgendwann. Das ist vor Cap Mod, das ist vor diesem Piraten-Dingens da. Und sie will dann erstmal, dass ihr... Kein Pilz. Sie will erstmal, dass ihr zweimal... zehnmal trainiert. Oh, haben die viel HP. Sie will halt, dass ihr zehnmal trainiert. Dann müsst ihr halt wieder zurückgehen. Zehnmal Trainingsdingens machen, also HP-Training, Stärke-Training, was auch immer Training. Und dann geht ihr wieder zu ihr hin, sagt sie super, super und dann müsst ihr Digipilze sammeln. Sagt sie, jo, 30 Digipilze bitte. Was, du hast noch keine 30 Digipilze? Mann, bist du langsam so. Ja, natürlich habe ich keine 30 Digipilze, die habe ich ja meinen Digimon gegeben. Ach, ja. Naja, was soll man machen? Naja, ich habe schon 26 jetzt, glaube ich, mit diesem Fisch. Gott. Ja, das ist die zweite Baustelle. Ich habe noch immer diesen Karpfen nicht gefangen von Renamon. Renamon will diesen einen scheiß Karpfen und ich krieg alles, aber nicht diesen Karpfen. Das ist schon wie mit... Moment, das nehme ich mit. Das ist schon wie mit Dingens, wie mit Palmon. Das ist mein zweites Trauma. Und baut immer diese komischen Mineralien ab, weil sonst könnt ihr eure Sachen nicht ausbauen. Das ist, habe ich leider schmerzlich erfahren müssen. Und das ist nicht so gut. Und es ist ruhig. Es ist schon Nacht. Keine fröhliche Musik mehr. Und dann sind wir noch auf dem Serverfriedhof. Ja. Ich hoffe mal, ich schaffe es diesmal. Ich weiß gar nicht, ob ich nochmal gegen Machindramon kämpfen kann, aber ich schätze schon. So resetten wir wahrscheinlich einfach. Aber ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Ich werde es jetzt gleich sehen.
Und ja, das müssten aber alle Tipps sein, die ich jetzt so noch herausgefunden habe. Ihr könnt auch dieses Gras hier abbauen, weil dieses Kratzgras gibt euch auch Bonussachen. Ihr dürft es eurem Digimon nicht direkt geben, sondern hier Digimon rufen und campen. Und wenn ihr campt, dann könnt ihr dieses Gras kochen. Und mit dem gekochten Gras ist es eigentlich relativ gut für eure Digimon. Und eine Banane. Das ist dann so wie bei Meramons Restaurant. Also eigentlich könnt ihr euch das Meramon Restaurant sparen, wenn ihr einfach campt. So, noch das letzte hier. Dann speichern wir. Und dann gucken wir, dass wir dieses Maschinentramon besiegen. Ich hoffe so sehr, dass es reicht. Ah, und seht ihr? Meine Bindung. 39. Das ist schon richtig gut. Also, für meine Verhältnisse. Jo, also, auf geht's. Vielleicht schaffen wir es jetzt. Lüsche! Sagattero! Omae mo! Koko wa ore to Yukimura ni makasete kure! Ich glaube, der lernt nie, dass ein Champion Digimon nicht gegen kein Mega Digimon gewinnen kann. Oh! Mitsete yare! Oh! Exhaust Flame! So, damit haben wir das erledigt. Und das Numemon. Einfach mal ein Numemon, unbezahlbar. Ja. Sumakota! Nein! Ich bin noch ein Champion. Und jetzt ist Verborg Wormon und macht Gaugamon. Wir hauen ihn um. Mit unseren zwei Digimon. Ich glaub daran. So, zeigt mir, was ihr könnt. Ja, perfekt. Drauf. Oh, wow, das ist guter Damage. Das ist guter Damage. Oh, fuck. Oh, Gott. Der macht aber auch guten Damage. Was? Ach, du Scheiße. Regenerationsdisk. Okay, das war ein Fehler. Und mittlerer Heil des Spams. Es geht mit den Ultra-Digimon. Aber es ist echt heftig. Angriffs-Plugin. Hier. Gut, Wagomon hat ja gut HP und eine gute Defense. Deswegen hat das jetzt gut geklappt. Taktik, wir müssen mal Walkwormon gucken. Mach Gaugamon, sorry. Nee, das passt. Komm, heil ihn. Ah, das wird nicht. Okay, sorry. Dann reset ich aber. So, wir haben resettet. Denn ich habe es nicht geschafft. So, das ist jetzt mein zweiter Versuch. Vielleicht geht's mit dem zweiten Versuch jetzt. Weil es sah gut aus. Lüsche! So, ein neuer Versuch, der zweite Versuch jetzt. Ich hoffe, es funktioniert diesmal. Ich hau gleich einen Angriffs-Plugin auf. Walkwormon. Gleich eine kleine Heilis. Oh, gleich mittlere Heilis. Ich kann dreimal wiederbeleben.
Eigentlich kann ich nur mittlere Heilung des Spam. Ach du Kacke. So, beide. Beide heilen. Bitte, 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 bitte. Wir kriegen mal noch einen Fedis. Er kriegt gleich einen Rektis direkt reingeschmissen. Und mittlere Heilungsdisk. So, und dann nochmal mittlere Heilungsdisk. Der kriegt, macht den Schaden. Ja, 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 zweiter Versuch. Hat funktioniert, 4500 Bit, yes. Das heißt ein Upgrade für unsere Trainingshalle. Yes, Leute. Gigawatt Laser erlernt, yes. Wir haben es geschafft. Bam, in your face. Richtig so. Kaputt. Erstes Maschinendämon selber besiegt, ohne dieses komische Tutorial. Wir haben es geschafft mit unseren eigenen Digimon. Yes. Oh, Shoutmon. Eine unerwartete Wendung. Sugoi! Jetzt geht's los. Das war nur ein Anfänger-Digimon, welches sich aber in der Mega verwandelt hat. Das muss die abgewandelte Form sein. Ich bin ein bisschen neidisch. Was? Kota. Entschuldige, Yukimura, das war nicht so gemeint. Nein, ich war der Aufgabe nicht gewachsen. Ich muss mich noch mehr anstrengen. Nein, du hast es gut gemacht. Das ist mein Fehler. Das weiß ich ganz genau. Ihr seid beide Idioten. Man rennt doch nicht als Champion gegen Mega an. Daumen. Mugendramon. Jonamon, Maschinendramon, Datenwelle ist weg. Das Tor hat sich geöffnet. Lass uns in die Stadt zurückgehen, Yukimura. Ja. Ich glaube, wir müssen den Shoutmon auch mitnehmen. Wir haben einen Shoutmon eingesackt. Yes. Lu, los geht's. Bist du sicher? Na sicher, oder Shiki? Erzähl deine Lebensgeschichte. Nein. Na sicher kannst du mit uns kommen. Entscheide du, Luz. Ich weiß nicht. Na sicher kannst du mitgehen. Ja da. Shimaida. Also, die Entscheidung ist gefallen. Luz, komm, gehen wir. Okay. Wir gehen schon mal vor. Wir sehen uns dort. Bye bye. Moment. Ihr lasst mich einfach da liegen. Also da stehen. Also liegen tue ich ja nicht. Hey. Achso. Ein Angemon? Ja, ja. Nach getaner Arbeit müsst ihr erstmal scheißen. Genau. Oh, Leute. Hier ein mobiles Klo. Sagt jetzt nicht, ihr wollt es nicht. Gut. Brav. Nachdem wir Maschinendramon Was hast du das als erstes gemacht, nachdem du Maschinendramon kaputt gemacht hast? Ich bin aufs Klo gegangen. Ich musste unbedingt. Ich musste ganz dringend. Oh Mann. So, hier. Ein Pflaster willst du wahrscheinlich nicht, aber eine Heildisk. Und noch eine Heildisk. Und noch eine Heildisk. Und noch eine Heildisk. Und noch eine. Noch eine. Noch eine. Noch eine. Okay, gut, das reicht. So, also hier ist ein Angemon. Hi, Angemon. Hier sollten die Sackgassenstadt sein. Was ist denn hier los? Es sieht so aus, als wäre die Bevölkerung vertrieben worden. Ich hoffe, niemand wurde verletzt. Oh, hallo. Du kommst aus Duarte. Was hat der Selbstgespräch gemacht? In dem Fall könntest du mir vielleicht etwas helfen. Was gibt's? Spitze, vielen Dank. Weißt du, ich verfüge über medizinisches Wissen. Ah, unser Arzt. Und bin vor kurzem auf einen verletzten Digimon gestoßen. Ich wollte es behandeln, aber es hat angefangen zu toben und ist davon gerannt. Wenn du dieses Digimon siehst, könntest du bitte seine Wunden untersuchen. Bei dem Digimon handelt es sich um Hackmon. Es ist in der Nähe des Logik-Vulkans. Danke für deine Hilfe. Okay. Das mache ich als nächstes. Aber erstmal Mugendramon. Also Maschinendramon. Digimon. Shoutmon. Du bist zurückgekehrt, Shiki. Du hast einen weiteren Maschinendramon bezogen. Äußerst eindrucksvolle Arbeitsthema. Dankeschön. Aber wir konnten das Dorf nicht retten. Hätten wir unsere Aufgabe doch bloß besser gemacht. Was für ein Dorf. Dafür können wir nicht die Verantwortung übernehmen. Ihr habt Luz und Shoutmon gerettet. Das war keine leichte Aufgabe. Ich schätze...
ohne euch wäre ich nicht hier. Mugen-Dramon. Weißt du noch, was passiert ist, als du dich in den Maschinen-Dramon verwandelt hast? Es war dieser Mensch mit der Strickmütze. Und dann fühlte es sich so an, als würde sich irgendwas in mir verändern. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Tut mir leid, ich bin zu nichts nütze. Ein Mensch mit einer Strickmütze? Es gibt ja also außer uns noch einen Menschen. Wer hat das gehört? Ja, Lush hat auch gesagt, sie hätte einen Menschen mit einer Strickmütze gesehen. Hat irgendwas von Mamemon geredet. Mameo? Mameo. Und der Mann hat einen Mamemon auf seiner Mütze. So eine Art Flicken. Ich verstehe. Ein Mann namens Mameo? Na klar, dieser Mameo steckt dahinter. Das reicht leider noch nicht an Informationen, aber er scheint zumindest verdächtig. Es gibt also einen fünften Menschen? Genau. Das waren die Preise für die besten vier bei einem digitalen Monsterturnier, an dem wir als Kinder teilgenommen haben. Ah, der andere Mensch, der das Turnier gewonnen hat. Shoma Tsutsuki. Ja, Tsutsuki. Könnte Mameo sein? Das wäre möglich. Ja, aber sollten wir ihn nicht zuerst übersuchen, um sicher zu gehen? Ja, wir wissen nicht, ob Tsutsuki und Mameo ein und dieselbe Person sind, aber er muss über entsprechende Informationen verfügen. Die Entscheidung besteht. Das hier ist ab sofort ein Mameo-Suchtrupp. Kann sich Lush noch an irgendwas anderes über Mameo erinnern? Er hat ein Ei dabei. Ei? Meinst du etwa ein Digi-Ei? Keine Ahnung. Das sah einfach nur seltsam aus. Sonst noch was? Alles könnte uns weiterhelfen. Selbst wenn es scheinbar gar nichts mit Mameo zu tun hat. Ich kann mich nicht an viel erinnern. Nicht mal über mich selbst. Hast du vielleicht durch den Schock des Maschinendrummernangriffs kurzzeitig dein Gedächtnis verloren? Nein, das steckt mehr dahinter. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich weiß noch, dass ich allein unterwegs war. Wir haben ein weiteres Rätsel. Wenn wir Mameo finden, wird sich alles aufklären. Ich glaube, da bist du etwas zu optimistisch. Mameo zu finden dürfte sehr schwer werden. Wo ein Wille ist, da ist doch ein Weg. Und wie sieht dieser Weg aus? Mameo dürfte höchstwahrscheinlich wieder auftauchen. Wenn wir noch eine unnormale Datenwelle entdecken, sollte er etwas damit zu tun haben. Nächstes Mal, wenn wir eine unnormale Datenwelle entdecken, solltet ihr sofort dorthin gehen und Mameo gefangen nehmen, bevor er irgendetwas tun kann. Genau das haben wir im Grunde doch schon gemacht. Im Grunde schon, ja. Aber dieses Mal ist euer Hauptziel die Gefangennahme von Mameo. Das Ziel hat sich geändert. Das ist immerhin ein kleiner Fortschritt. Dann müssen wir jetzt einfach auf die nächste unnormale Datenwelle warten? Ja, bis erstmal. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr eure Suche nach dem Einwohner der Stadt fortsetzen würdet. Ich will, dass Floatien zu einem Zuflucht vor diesen Maschinendrummern angegriffen wird, damit es keine tragischen Verluste mehr gibt. Du bist entschlossen, eine sichere Zuflucht zu errichten. Ja, ein Ort, an dem alle in Sicherheit sind. Das ist der Gedanke hinter Floatien. Tut mir leid. Ich bin raus. Wenn wir jetzt etwas Freizeit haben, dann möchte ich Kukimura trainieren. Ich bin da auch raus. Ich muss dringend über ein paar Dinge nachdenken. Tja, Gigi. Scheiße gelaufen. Moment. Gigi, hilfst du mir, oder? Komm. Ah, genau. Nein. Ich werde mein Bestes geben. Ach, wir sind die Helden. Wir sind die Heldin hier. Wir müssten hier für Gerechtigkeit kämpfen. Wie ich sehe, verstehst du langsam das Konzept des Lauf der Dinge. Du bist schon fast ein Zweig. Ein Zweig? Ich bin kein Zweig. Ich bin ein Mensch. Na gut, alle sind entlassen. Wenn wir ein Signal erfassen können. Alle sind entlassen. Wenn wir ein Signal erfassen. Hey, das reimt sich. Kontaktieren wir euch. Okay. Story. Unterwegs gesammelte Materialien wurden ins Lager in der Stadt gebracht. Ich sollte aufhören, nicht alles vorzulesen. So, wir haben hier einen neuen Menschen. Ich bin ja schon an vielen Orten gewesen, aber das hier, so viele verängstigte Digimon, die alle und oh sagen. So viel Angst und Trauer. Ja, das stimmt. Medizin, Heilungsdisk, MP-Disk. Okay, cool. So, ja, wir haben Machine Dramon besiegt. Leute, es geht. Hier, mit den zwei Typen hier. Mit den zwei Leuten. Yay. Mach Gaogamon und Wargromon. Orange. Orange. Wargromon. Das ist ein orangenes. Es ist orange. Nicht vergessen. Orange. Okay.
Hallo, ich werde jetzt auch hier wohnen. Tolle Sache und alle sind so hilfsbereit. Ich behandle mich mal... behandle mich mal nicht wie ein Kind. Jeder hält mich für einen Anfänger, aber ich bin keiner. In welchem Alter bin ich? Ich weiß nicht. Sagen wir im Schattenalter. Mach dir mal keinen Kopf wegen Nebensächlichkeiten. Wollen wir Freunde sein? Ja, okay. Wir sind Freunde. Lass uns mal schlafen. Ich würde gern sehen, dass sie zum Mega digitieren. Aber das scheint noch etwas zu dauern und deswegen bedanke ich mich. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Oh, während ich hier die zwei füttere. Wir haben Maschinenraum besiegt. Das ist doch mal was Gutes und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. War eine kurze Folge, aber ja, bis zum nächsten Mal und Digi out. お腹すいたかな?